Katrin studiert Erziehungswissenschaften an der Uni Köln. Durch eine Zerebralparese kann sie ihren Körper und ihre Bewegungen nicht kontrollieren. Sie braucht Hilfe von Assistenten wie Anne-Sophie, die sie schiebt. In der Bibliothek möchte sie heute ein Buch ausleihen. Das ist das Richtige? Eine unsichtbare Kamera nimmt ihre Blicke auf und bringt sie auf die Tastatur. Buchstaben und Worte entstehen. Ein Computer fasst sie zusammen und gibt Katrin eine Stimme. Meinst du? Ein mühsames Unterfangen, doch für ihre Kommilitonen ein vertrautes Bild. Nein? Dann sollten wir vielleicht nachfragen. Trotzdem ist es für einige einfach Neuland und sie wissen erst einmal nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Das braucht dann einfach Zeit. F? Hälfte? V? Da sie nicht sprechen kann, ist es schwer, Anschluss zu finden. Ein paar wenige Freunde hat sie, vor allem Sonderpädagogen. Mit ihnen kann sie sich auf eine besondere Weise unterhalten, mit eigenen Buchstaben und Bildtafeln. Das geht schneller als mit dem Sprachcomputer, und doch ist jedes Wort eine Herausforderung für sie und andere. Oft kommt es zu Missverständnissen. Verständigung mit Katrin braucht Zeit und Geduld. Okay. Spiel. Die Hälfte waren vollständig. In ihrem Alltag beschäftigt Katrin 7 Assistenten, die rund um die Uhr für sie da sind. Die meisten bleiben nur ein Jahr an Katrins Seite. Ständig muss sie sich daher auf neue Menschen einstellen, sich Fremde zu Vertrauten machen. Ohne die Assistenten könnte sie nicht alleine leben. Sie ersetzen ihr Arme und Beine, lesen ihr tatsächlich die Wünsche von den Augen ab. Und manchmal entsteht aus der Abhängigkeit auch Nähe. Es ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, aber wir sind ja ungefähr in einem Alter. Wir studieren hier, wir treffen immer gemeinsam Leute dann. Und man hat schon manchmal so die Tendenz, so zu sagen, es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Also wir mögen uns definitiv. Ich glaube, uns hätten wir nicht so lange schon zusammengearbeitet. Manchmal kommt es vor, dass ich meine Assistenten für Stunden in ihr Zimmer schicke. Meistens habe ich sie jedoch um mich. Ich sehe sie als meine Hände an. Und wer schickt schon seine Hände vor die Tür? Die Uni ist gleichzeitig ihr Schutzraum. Hier ist das Abitur die Eintrittskarte und das hat sie bestanden und muss ihre Anwesenheit nicht rechtfertigen. Ich erlebe sehr oft, dass die Menschen von meinem Äußeren auf meinen geistigen Zustand schließen. Am besten sind die, die mir über den Kopf streicheln und zu meiner Begleitung sagen, aber wenigstens hübsch ist sie ja. Nach der Uni wird gebüffelt. Gerade schreibt sie ein Referat. Wie immer mit der Hilfe anderer. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort. Mühsam, langwierig, für Außenstehende umständlich. Doch Katrin kennt es nicht anders und ihre Noten bestärken sie weiterzumachen. Ich brauche einfach Herausforderungen. Sonst wäre das Leben total langweilig. Natürlich gibt es manchmal Situationen, in denen ich mir wünsche, es einfacher zu haben. Aber dann sage ich mir, dass ich bestimmte Dinge nicht so genießen könnte, weil sie dann nichts Besonderes mehr wären. Ich habe mich eben dazu entschlossen, ein so normales Leben wie möglich zu führen. Und das hat nun mal die Konsequenz, dass ich viel kämpfen muss. Kämpfen bedeutet auch immer, dabei zu sein und sich zu zeigen. Heute geht Katrin auf eine Party. Anne-Sophie hilft ihr beim Umziehen und bei der Auswahl der Garderobe. Jo, gut, hoch. Hoch machen Sie? So, so, so wie ich? Ja? Okay. Und an die Seite noch ein paar Schwänkchen. Katrin führt ein selbstbestimmtes Leben. Sie entscheidet, wer, wann, was für sie tut. Doch erledigen kann sie nichts selbst. Aber sie kann mit den Hilfsmitteln die Dinge in Worte fassen. Nein, falsch. Hier, hier. Okay, trotzdem Brille erstmal. Katrin ist eine junge Frau, die ihren Platz in unserer Gesellschaft immer noch sucht. Und täglich und mit jedem Wort darum ringen muss.